Ja, wunderbares Hallo vom Zentrum für Yoga. Markus Ritz, mein Name, Heilpraktiker, Dozent für Yoga und Naturheilverfahren, Autor des Yoga-Magazins Padmasana und Kollege von dem Gedichteschreiber Sukram Stier. Mein aller Gedanken von Sukram Stier. Viele Menschen machen sich Sorgen und merken dabei gar nicht, dass, wenn sie die Aufmerksamkeit auf die Sorgen richten, noch mehr Sorgen erzeugen. Oder überhaupt erstmal die Sorgen, die Probleme erzeugen. Wir kennen alle den Spruch, dort, wo die Aufmerksamkeit ist, dort fließt die Energie hin. Wenn die Aufmerksamkeit auf dem Mangelzustand ist, was wird man erzeugen? Ein Mangel. Oder man wird ihn noch mehr verstärken. Ich habe keinen Partner, keine Partnerin. Ich muss unbedingt jemanden suchen. Was wird man finden? Nichts oder nicht das Richtige. Denn man geht von einem Mangel aus. Wenn ich ständig sage, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir das nicht leisten, was wird dann rauskommen? Bestimmt kein Geld, sondern ein Mangel. Weil man sich ständig in diesem Gedankenrad, in dieser Schleife befindet. Und was strahlt man dann wohl aus? Mangel. Ich bekomme statt Geld noch mehr Rechnungen. Noch weniger Kunden bezahlen die Rechnungen. Und das erlebt man dann ständig wieder, weil man eben in diesem Modus, in dieser Aura, wie auch immer man es nennt, sich befindet. Wenn ich ständig Angst habe, krank zu werden, was werde ich dann? Bestimmt nicht gesund, dann werde ich noch kränker. Oder ich ziehe erst überhaupt eine Krankheit an, wie in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, mit diesem Virus. Hoffentlich kriege ich das nicht, hoffentlich nicht, weil ich muss auf die Arbeit. Was werden diese Menschen bekommen? Einen Virus, das sie eben nicht auf die Arbeit können, weil die haben sich so gewünscht. Das, was man aussendet, kommt zu einem zurück. Und wenn ich immer Mangeldenken habe, strahle ich das aus und kriege entsprechend Partner, die mich immer wieder verlassen, zum Beispiel Kunden, die nicht bezahlen, Patienten, denen die Gesundheit nichts wert ist und so weiter. Das ist einfach das Gesetz der Resonanz. Da war vor vielen Jahren einmal ein Buch auf dem Markt, gibt es immer noch, weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber da ging es genau um diese Thematik, eben dort, wo man den Fokus hinlegt, dort befindet man sich und dort kommt man hin, wenn man eben noch nicht da ist. Und das ist eben bei einigen Menschen das Problem. Man beschäftigt sich mit dem, was man nicht hat. Dadurch entsteht wieder eine Unzufriedenheit, dadurch jammert man, dann klagt man, dann geht es einem noch schlechter. Was strahlt man dann aus? Bestimmt nicht das Gute. Unzufriedenheit entsteht. Und wenn man zufrieden sein möchte, dann muss man sich mit dem beschäftigen, was man hat. Wenn man sagt, naja, ich habe doch jeden Tag was zu essen, dreimal zu essen, achtmal zu essen. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann die Heizung anmachen. Aber manche Menschen sind immer noch nicht zufrieden. Wenn man sich aber darauf konzentrieren würde, hey, ich habe was zu essen, heute Abend ist es schön warm in meiner Wohnung, ich kann vielleicht einen guten Film schauen, ein gutes Buch lesen. Hey, guck mal, was ich habe. Wunderbar. Was wird dann kommen? Nun, vielleicht nicht der Millionengewinn, aber es entsteht Zufriedenheit. Und alles, was dann zusätzlich noch kommt, der Partner, die Partnerin kommt auch nach Hause, ach, ich bin überhaupt gar nicht alleine, dann entsteht eine andere Dynamik, eine andere Energie. Und wenn man dann vielleicht das, was man hat, wieder verliert, was dazugekommen ist,
dann ist es egal, weil man sich in einer Fülle befindet. Gut, wenn natürlich dann die Heizung nicht mehr bezahlt werden kann, das Buch weggeht, das Essen weggeht, dann schaut es wieder anders aus. Ja, aber schlussendlich, wenn man denkt, naja, da gibt es Menschen, die mir bestimmt was zu essen geben, wo ich mal unterkommen kann für 1, 2 Tage, Wochen, wie auch immer, da findet man bestimmt was. Aber man hat eine andere Dynamik, indem man sich mit dem Positiven beschäftigt. Und somit entsteht Zufriedenheit. Und nicht, ah, was ist, wenn mein Geld weg ist? Man hortet noch mehr Geld. Es entsteht daraus nur Stress und Leid, Probleme und keine Zufriedenheit, weil man immer mehr, mehr, weil man innerlich leer ist, nicht sicher, man hat Angst. Wenn man Angst hat, hat man Angst vor der Angst und dann sieht man immer diese Gedankenspiralen, es ist immer dasselbe, man dreht sich im Kreis und der Strudel zieht dann immer weiter runter oft. Und so sollten wir die Aufmerksamkeit wieder auf das Gute richten, auf das Schöne, auf das Positive, wie in einem der letzten Videos eben auf die Blume, die vor dem Haus wächst. Wieder mal das Schöne sehen, das, was da ist, das, was man hat und auch die Fähigkeiten, die man bereits hat. Man kann sprechen, man kann sehen, man kann hören, man kann gehen. Ja, und das ist so viel wert. Dort, wo die Aufmerksamkeit ist, fließt die Energie hin. Und wenn man irgendwelche, sagen wir, Rückenschmerzen, Fußschmerzen hat und man richtet die Aufmerksamkeit dorthin, dann fließt dort Energie hin und vielleicht findet man raus, hey, was habe ich da? Womit hängt das überhaupt zusammen? Warum tut mir das weh? Was habe ich damit zu tun? Und eben nicht beginnt, ah, ich habe Schmerzen, nur Schmerzen, die müssen weg, die müssen weg, die müssen weg. Was wird dann kommen? Dann kommt vielleicht noch mehr Schmerz. Oder der Schmerz geht eben nicht weg. Sondern wenn man sich darauf fokussiert, Schmerz heißt immer ein Zeichen, hey, guck mal dahin, da ist etwas nicht in Ordnung. Wenn man es aber verdrängt, ich will Gesundheit, ich will Glück, ich will keine Schmerzen, was bekommt man dann? Schmerzen, weil man will keine Schmerzen, der Fokus ist auf Schmerz und dann kommt wieder Schmerz. Und wenn man einfach nur beobachtet, was ist hier los, was habe ich da, was sagen die Ärzte, was sagen die Therapeuten, was denke ich? Dann entsteht wieder eine andere Dynamik. Man hat die Möglichkeit, mal hinzugucken und sich damit zu beschäftigen und dann etwas zu verändern. Ja, ist eigentlich ein psychologischer Trick schon fast, sich mit dem Guten zu beschäftigen. Aber es ist für viele Menschen eben nicht einfach, weil man so in diesem Mangeldenken ist, weil eben die meisten oder alle Menschen einen Mangel innen drin haben. Man sucht immer irgendetwas, schlussendlich ja nach dem Göttlichen, nach der Antwort auf die Frage, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ist immer dasselbe. Wenn man die Aufmerksamkeit nur nach außen richtet und auf den Mangel richtet, kommt man eben nicht in ein gutes Fahrwasser. Nun, somit sagen wir Gedanke an von Gedanke, Sukramstier. Gedichte und Weisheiten in 3 Bänden könnt ihr mal mir bestellen. Und dann sage ich mal Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Natürlich auch Danke fürs Zuschauen. Tschüss.